Herzlich willkommen bei Amigo Gaming. Dieses hier wird dann wieder mal ein spezielles Video. Und zwar wollten wir oder ich euch den ersten von unseren drei Partnern vorstellen, und das ist Schnitzelgrill. Schnitzelgrill oder Schnitzel Kreativ Pictures. Ich habe mich beim Spezialvideo 1 versprochen, dass er heißt nicht Schnitzel Kreativ Production, sondern Schnitzel Kreativ Pictures. Entschuldige mich. Wir wollten einfach mal ein bisschen Werbung für ihn machen, denn gut, er hat jetzt 54 Abonnenten. Aber wir haben als Partner gesagt, so hier, wir machen Werbung für euch. Und ja, er macht auch Werbung für uns. So am Rande. So, es ist ein Geben und Nehmen. Denn ich finde, beziehungsweise wir finden, als Partner soll man nicht nur nebenher leben, wie so schön heißt, sondern man soll auch was zueinander tun. Also machen. Und füreinander da sein. Also, das sind wir. Wir sind für unsere Partner da. Wir haben sie angelabert. Also müssen wir auch für sie da sein. Einige Sachen, die ich euch einfach über Schnitzel sagen möchte. Wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, er leidet nicht allzu viel hoch, was eigentlich sehr schade ist. Denn was er macht, ist einfach. Wie soll ich sagen, ist einfach cool, ist gut. Man hier sieht Gameplays, Unboxing, Intros und Trailers. Die Intros macht er mit Adobe After Effects CS4, wie es auch hier steht. Also er hat hier schön aufgelistet, was er benutzt. Fraps Ingame-Aufzeichnungen, Virtual Dub Ingame-Aufzeichnungen, Sony Vegas Pro 9, Videos bearbeiten, Camtasia Studio 6, Desktop-Aufzeichnungen, Adobe After Effects CS4 Intro machen und Photoshop CS4 Bilder bearbeiten. Er hat auch hier, ja, wieder, also, ich finde ihn einfach klasse, so. Wie ihr hier schreibt, in diesem Kanal werde ich Gameplays, Unboxings, Reviews, Tuts, Programme vorstellen und Trailer von neuen Games von Computer, PlayStation 2 und 3, Nintendo Wii und Xbox 360. Und ja, er schreibt es selber schon, er nimmt mir die Worte aus dem Mund, es lohnt sich immer zu abonnieren. Es ist zwar nur einer, aber ich finde einfach das, was er macht, ist einfach grandios. Wie gesagt, schaut bei ihm vorbei. Es ist im Endeffekt immer noch eure Entscheidung, ob ihr ihn abonniert oder nicht. Aber ich sage jetzt ganz offen und ehrlich, abonniert ihn, denn er braucht das, denn desto mehr Abos es kommen, desto mehr Spaß macht die Arbeit. Und ich kenne das selber, wir haben bei Amigo, jetzt fange ich an von Amigo Gaming zu reden, aber ich schätze einfach, das ist mal ein guter Vergleich. Wenn keine Abonnenten da sind, dann macht das keinen Spaß, wieder hochzuladen, weil kein Schwein weiß von dir so. Seit dem 6. Oktober 2009 dabei und hat 54 Abonnenten. Ich finde, das ist einfach zu schade für diese Zeit. Wir meinen, Amigo Gaming ist ich muss langsam sprechen, Entschuldigung. Amigo Gaming ist erst seit dem 1.1.2010 dabei und ja, hat 66 Abonnenten. Wie gesagt, seine Arbeit, was er macht, ist einfach bombig. Gerade seine Intros, die er mit CS4 macht, er hat dafür einfach so viel Geduld und die hätte ich niemals. Ja, weil gut, ich mache zwar Bilder so, aber ich bearbeite Videos und meine Brüder sagen, dass ich dafür Geduld hätte, aber so für Sachen, so wie hier dieses Intro oder diese Sammlung von Intros, dafür hätte ich niemals, ja, wie soll ich sagen, die Geduld, ja, sowas zu machen, weil ich käme einfach in dieses Programm nicht rein. Wie gesagt, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, werde ich hier weiter reden. Also wie gesagt, schaut es euch an.
geht auf seinen Kanal, nehmt euch Zeit für ihn. Schreibt Kommentare, ich weiß es nicht. Wie gesagt, also was ich wirklich sage, er ist einfach nur grandios. Und ich, vielleicht übertreibe ich, aber das, was er macht, ist einfach bombig. Also echt, also ich lege euch ihn ans Herz. Ja. Wie gesagt, ich weiß gerade auch nicht mehr, was ich sagen soll. Also wie gesagt, er ist einfach... Ne, geht auf seinen Kanal, abonniert ihn, schreibt Kommentare, empfiehlt ihn weiter, ja. Pusht ihn ein bisschen, wir wollen ihn pushen. Wir wollen uns gegenseitig pushen. Denn desto mehr Abonnenten kommen, desto mehr Spaß macht die Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas auch macht, aber wenn keine Abonnenten da sind, macht das einfach keinen Spaß. Und Abonnenten ist einer der wenigen Schützen auf YouTube, die die MF aufrechterhalten. Also wie gesagt, macht einfach weiter. Ich wollte jetzt gerade wieder von Amigo MF anfangen zu reden, aber dafür gibt es auch noch ein Special, aber das tut jetzt zur Sache. Wir sind jetzt bei Schnitzel. Wie gesagt, schreibt einfach einen Kommentar. Hier, so nächste Videos, Portal, Halo 3, DTM Race Driver 3. Wie gesagt, geht auf seinen Kanal, ich kann es einfach nur wiederholen. Er schreibt mir so seinen Kontakt rein, ja. Was ich auch gemacht habe, was aber leider bei mir schiefgegangen ist, weil ich einfach, ja, weil mein Kontakt einfach von einer Person weitergegeben wurde. Ja, das ist ein bisschen rausgenommen, aber das auch später. Wie gesagt, macht es einfach. Ich weiß schon, ich rede einfach viel zu viel. Deswegen mache ich jetzt auch wieder Schluss. Also wie gesagt, dieses Video ist nicht für Amigo Gaming, es ist nur von Amigo Gaming für Schnitzel. Was soll ich sagen? Macht es einfach. Aber im Endeffekt liegt es immer noch an euch. Aber wir als Amigo Gaming können euch das echt ans Herz legen. Auch wenn er nicht viel hochlädt. Ja, vielleicht ändert sich das ja. Und ich kann auch dazu sagen, er ist Schüler. Also er hat auch nicht ewig Zeit, genauso wie ich. Ja, Homemade. Ja, ich merke gerade, ich finde so viele Verknüpfungen zu Amigo Gaming, das gibt's gar nicht. Und wie gesagt, macht es einfach. Es ist einfach nur... Gut. Ich wiederhole mich. Das möchte ich gerade nicht so. Und wie gesagt, also es liegt in euren Händen, ja, ob ihr ihn abonniert oder nicht abonniert. Oder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das ist wirklich eure Entscheidung. Aber wie gesagt, macht es einfach. Ja, das war auch eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und ja. Ich sag dann mal bis zum nächsten Video. Viel Spaß, bis zum nächsten Gameplay.